Auch Hunde genießen die Weihnachtszeit. Bisschen bummeln, bisschen naschen, einfach herrlich. Genau richtig sind sie da bei Marion Fischer in Landshut und ihren Hundepartys. Alle 6 Wochen wird eine geschmissen, inklusive Motto. Ich backe dann extra für die Hunde Rindfleisch-Gugelhupf oder besonderen Platzerl. Dann hat es einen Glühwein gegeben, diesmal halt war es eine Nikolaus-Party. Und dann war eine Vergolderin da aus München, die ist extra gekommen und hat halt von jedem Hund einen Pfotenabdruck gemacht, der dann vergoldet worden ist oder versilbert oder ein Platin. Halt einfach ein besonderes Geschenk, wenn man dann vielleicht auch sein geliebtes Haustier mal nicht mehr hat, dass man noch Andenken hat. Aber so weit wollen wir noch gar nicht denken. Vielmehr ist jetzt die richtige Zeit, um ein passendes Weihnachtsgeschenk für den Liebling zu finden. Ob Leinen, frisches Futter oder ein neues Spielzeug für den Hund oder die Katz, bei Marion Fischer werden Haustierbesitzer bestimmt fündig. Ich gebe mir ganz arg Mühe und suche oft bis in die Nacht nach kleinen Händlern, die alles noch in Eigenproduktion klein zu Hause oder in einem kleinen Atelier oder ein kleines Gewerbe halt, die Sachen von Hand noch herstellen, die es mit Liebe hergestellt wird und was du halt nicht überall kriegst, ob das Leinen sind, Taschen, Halsbänder, Decken, kleine Betten oder auch große Betten, egal, Spielsachen. Spielsachen habe ich ganz viel aus USA, weil das bei der Firma, wo ich bestelle, immer parabenfrei ist, ohne irgendwelche Giftstoffe drin. Da kann der Hund auch mal Eck rausbeißen und essen, schadet ihm auch nicht. Vor allem regionales, frisches und Allergiker geeignetes Futter ist der Unternehmerin wichtig. Das ganze Jahr über backt sie Kekse und Plätzchen. Auf insgesamt 14 Sorten bringt es die Tierliebhaberin. 2 davon sind sogar gesundheitsfördernd. Gut für die Verdauung oder mit versteckter Wurmkur. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit meinem Hund, logischerweise mit dem Rocky, das ist halt ein Allergiker. Dann habe ich daheim einmal angefangen, dass ich halt einfach backe, weil er schon nichts mehr vertragen hat und dann habe ich halt nur Zutaten gekauft, die er vertragt. Dann hat es dem recht gut geschmeckt, er hat super vertragen. Dann habe ich es halt weiterverteilt an Bekannte, Freunde und so und plötzlich sind immer mehr Leute auf mich zugekommen, bitte kannst du mir da was backen, bitte kannst du was backen. Und so ist das auch gegangen. Dann waren halt daheim schon der Platz, die Kontingente waren wirklich schon total belegt, überall waren Kekse gestanden. Dann habe ich gesagt, jetzt muss irgendwas passieren und ich suche mir jetzt ein Geschäft und mache einen Online-Shop auf. Mittlerweile gibt es Hundekeks und Co. schon seit knapp 2 Jahren und die Geschäftsidee scheint auf sicheren Beinen zu stehen. Also der Trend, dass man halt für einen Hund das Besondere kauft, das wird immer mehrer, weil als Herrli und Frauli, wo ich erstens mal was Besonderes für sich selber kaufe, ob das ein tolles, ausgefallenes Leckerli-Sackerli ist, damit man halt mit der Mode geht oder im Trend ist. Und nicht bloß das, der Hund wird als Familienmitglied mittlerweile angeschaut oder auch sogar als Kinderersatz, weil es halt viele Leute gibt, die gar keine Kinder mehr haben und dann trotzdem ihrem Baby was Gutes tun wollen. Und was gibt es Besseres als einen gemütlichen Weihnachtseinkauf, nachdem Rocky und Co. die Shopping-Ergebnisse gleich anschließend verputzen können?